Servus Leute, hier ist euer DüsiBärs mit einem brandneuen Video und heute nur ein ganz kurzes Statement-Video und das will auch gar nicht viel erzählen, es geht einfach nur um ein kurzes Infovideo für euch, damit ihr wisst, was in den nächsten Wochen so abläuft. Ich fahre nämlich jetzt in Urlaub und dementsprechend habe ich nicht für jeden Tag ein Video vorproduziert, wie ich es gerade die letzten Tage gemacht habe, dass mindestens jeden Tag was gekommen ist. Dementsprechend müsst ihr da leider ein bisschen zurückstecken. Ich habe jetzt 3 Videos, auf jeden Fall Modern Combat 5 aufgenommen. Vielleicht habe ich jetzt nochmal Zeit, um eins zu machen. Und ich habe noch 2 andere Videos, die ich eventuell zwischendrin mal veröffentliche. Das kommt auch darauf an, ob die auf dem Devil-Kanal veröffentlicht werden. Da muss man mal abwarten, wie das so funktioniert. Und ja, ich möchte mich auf jeden Fall bei euch bedanken für dieses fett geile Feedback, das ich die letzten Tage bekommen habe. Ich habe, glaube ich, seit dem Release von Modern Combat 5 70 Abonnenten generiert und ihr seid einfach mega geil, mega awesome. Ich bedanke mich für den fetten Support bei euch, für jeden, der mich abonniert hat. Und natürlich will ich auch die ganzen neuen Abonnenten herzlich willkommen heißen. Und ich hoffe mal, dass ihr viel Spaß auf meinem Kanal habt und meine Videos genießt. Aber ja, die nächsten Tage müsst ihr da leider ein bisschen zurückstecken. Ich komme so Mitte August wieder mit neuen Videos wieder rein. Ich denke mal, so gleich nach dem Urlaub fange ich wieder an, Videos zu machen. Ich weiß aber nicht, wie schnell die dann hochkommen werden, weil mein Internet extrem langsam ist und ich extrem viel zu tun habe, wenn ich zurückkomme. Dementsprechend dürft ihr dann nicht gleich wieder jeden Tag Videos erwarten. Und ja, das war es dann eigentlich schon so. Ich werde leider mein Modern Combat 5 Meinungsvideo verschieben müssen. Ich werde es dann auf einen Monat Modern Combat 5 oder sowas den Rückblick ausarten lassen und eventuell auch mal dann den Sniper oder sowas im Hintergrund legen. Aber das will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Ich bin raus. Viel Spaß euch noch in der Zeit. Servus, Leute.